eine wahnsinnslange Pause, die wir da hatten. Oh ja. Martin ist kaputt gegangen auf der Gamescom. Ihr habt ihn kaputt gemacht. Wir hatten, wir hatten Gamescom erst die Pause und danach war ich jetzt 2 Wochen gerade am Stück krank. Sehr schön. Dabei hatte ich hatte nochmal geschaut, die Folge, die wir vor dieser hier gemacht haben, das war auch eine neue Session. Das war der Abend, wo das Internet weg war. Wir hatten uns extra getroffen, um halt weiterzuspielen, damit wir halt für die Gamescom und nach der Gamescom auf jeden Fall genug Material haben. Und dann haben die Steam-Server dem Abend gesponnen, das weiß ich auch noch. Die meisten Sachen weiß ich gerade schon. Wie löst man denn nochmal hier die Sachen aus? Naja, du zeigst da nur drauf, glaube ich, ne? Nee, musst du noch irgendeinen Knopf drücken. Ach so, mit dem Digipad, ne? Das war's ja, dann. Ja, und damit legst du es dir dann irgendwo hin. Ach, ja, genau, mit dem Digipad nach oben. Du suchst quasi dann mit dem Kreis aus. Genau, was, mit dem Digipad nach oben wähle ich es aus, ne? Genau, du wählst vorher mit dem Ringmenü wählst du aus, was genau, da liegen soll. Genau, das war mit der Heiltrank zum Beispiel. Funktion, genau. Okay, ja gut, passt. Ich nehme mal die Schutz auch, obwohl ich nicht mit dem Heiltrank mit rein. Ach, Schutzaura probiere ich mal nachher aus. Und das Spiel war, glaube ich, Sacred 3, oder? So draufhauen, so, das weiß so ich noch. Ungefähr. Und guten Witzen. Wir hoffen auf mehr davon. Ja, bitte. Irgendeiner. Wir sind zu spät. Was? Wir sind doch niemals zu spät für schlechte Witze. Entschuldigung, bitte. Hat euch Toni Schweiger gar nichts beigebracht. Die eure Streitkräfte beschützt, mir und Zane gehören. Ach, die Kleinen sind gut hier. Inzwischen hat sich einer nicht erreicht, dann haben wir noch eine Chance. Dieser Wald wird sterben und all unsere Hoffnungen mit ihm, wenn wir die Weltsaat nicht retten können. Mögen die Götter mit uns sein oder wenigstens nicht gegen uns. Bei den Achselhaaren meiner Mutter. Dieser Wald nicht fallen. Ah, ich hab's vermisst. inzwischen hat sich einer der Ex-Entwickler so wohl halb dafür entschuldigt für das Spiel. Für die Witze, hoffentlich. Ja, ich glaube, es ging eher darum, dass es halt Sacred nennen. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Das Thema hatten wir ja gleich am Anfang schon, dass das bis unglücklich oder schwierig ist, sage ich mal, den Sacred-Namen. Ja, ich finde, dem Spiel selber kann ich nicht so viel vorwerfen. Klar, das mit dem Humor ist grenzwertig, aber das Spiel an sich macht Spaß. Das ist nicht zu bestreiten. Und ist auch liebevoll gemacht, also sehr abwechslungsreich und so. Ist alles in Ordnung. Ich bin ja gespannt, wenn das nächste Sacred kommt. Und das dann irgendwie Sacred scheiße ist. Oder das von den ja, oder von dieses Unsacred da. Und wenn sich das als scheiße herausstellt, ob da ganz viele so aus Trotz sagen werden, nee, Hauptsache ist es hier Open World und hau drauf. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Schauen wir mal. Aber vielleicht wird es ja auch ein gutes Spiel. Also man kann ja hoffen. Ich muss jetzt erstmal Diablo auf der PlayStation spielen. Morgen früh werde ich dich trotzdem noch respektieren. Hältst du ich ihn halte gerade? Halt? Ja, ich halte ihn gerade. Ach so. Ich kümmere mich mal kurz um die Kollegen hier. Und Claudia die Execution Moves. Schon fertig? Und noch einen. Ouch. Zack. Oh, okay. Hätte ich einen Heiltrank geben können zum Beispiel. Jetzt kann ich auch die Schutzaura mal nehmen. So. Sprich für einen Freund ein Kampf. Halt mir halt mehr aus. Zack, weg mit dem. Ha. Da schläft er. Lass mal kurz hier hochschauen. Da schauen wir kurz da hoch. Ja, da geht's gar nicht weiter. Achso, nee. Ist nur so. Und hier auf der anderen Seite runter? Wahrscheinlich auch nur Deko. Furchtbar. Ist ja wie bei Ikea. Alles bin gar nicht echt. Sitzt man bei Ikea auf dem Klo und merkt, ups, das hätte man nicht machen sollen. Das ist öfter passiert, oder? Ja, immer. Jedes Mal. Was denn jetzt? Naja, wenn ich da die Nacht übernachtet habe, ne, und früh morgens. Oh, Wolverine. Stimmt. Krass. Sundrax. Der ganze Zeit hat schon voll Arbeit, endlich. Jetzt machen sie bestimmt so ein Marvel-Tralala-Ding draus. Ja, was ich letztens schon meinte, was so cool ist. Ah, warte mal, kann ich. Nee, ach, das bist du mit dem Kampfgebet. Oh! Ach du Scheiße. Ja, meine Meteore hebe ich mal auf, bis er vielleicht noch. Bis er versperrt. Der hat mich gerade sowas von kaputt gemacht. Ja, ja. Aufpassen. Alter Falter! Was ist das für ein krasses Viech? Ach, okay. Man kann in dem Moment in seine Aura da rein. Ja, die schützt ihn. Da, rein da. Hilfe. Na? Hallo? Jetzt aber. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. So.
Ah, Vorsicht, da kommt er runter. Ich nehme noch unsere Schutzaura mal für uns. Hilft uns allgemein dann. Ah, bleibt erstmal hier drin. Finde ich Bosskämpfe ziemlich cool gemacht eigentlich so. Ist immer irgendwie was anderes. Ich hänge aber voll fest. Ah, jetzt. Lasst mich euch zurück. Das kann man nicht unterbrechen, oder? Dass der hier. Dass der einen so fesselt? Nee, ich glaube nicht. Oh, 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 was macht er jetzt? Ach, nichts macht er. Ja, jetzt kommen wir. Oh, was war das gerade? Hast du das gerade? Hast du gerade den, den Meteor beschworen? Ich dachte, da kommen mehr. An der Stelle nicht so spannend. Ah, okay, jetzt kann er wieder. Aber wenn deine Energie voll ist, könntest du sie für Kampfkünste nutzen. Oh, da hat er recht. Oh, oh, oh. Ich mach mal ein Energietotem auf. Ich mach mal unsere ganzen Abilities mal benutzen hier. Ja, wollte ich auch schon wieder voll aufhören. Wenn ich das teilweise benutze, dann lädt es sich in dem Moment, wo ich es benutze, schon wieder auf. Ja, durch das Energietotem, das glaube ich, das regeneriert. Ach, das war das jetzt von dir? Da regeneriert man den Beile schneller, ja. Ups. Dann brauchst du Hilfe. Hast du jetzt Wiederbelebung? Einen Heiltrank habe ich benutzt. Okay. Ich würde sagen, Moment mal. Ja, komm schon. Geh kaputt. Oh, 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 jetzt kommt jetzt wieder die Verteidigungsphase. Komm her. Ah. Ich nehme Trank. Freund ein Kampfgebet, das geht ja noch. Brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Da kann man doch echt nichts. Warte mal, versucht man aufgeladen. Nee, ja, ich habe auch mal diesen Bomben mal auf ihn. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung, die werden nicht umsonst in dieser Phase mal auftauchen. Ja, aber die prallen an ihm ab. Siehst du das? Ja, ich weiß schon mal. Manche explodieren ja auch, dass man, ohne dass man die aufheben kann. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Sonnenspalter verbessert. Na dann, ich finde die geiler. Ich bin nur einmal als Kind besiegt worden. Und da ging es darum, wer der größte Vollpfosten ist. Wir werden sehen. Wer am Ende der größte Vollpfosten ist, merkt euch meine Worte. Denkt daran, was ich euch gesagt habe. Vergesst es nicht. Was hat er gesagt? Schnell weg hier. Waffe verbessert, das ist schon mal sehr gut. Beide vor allen Dingen. Und Level aufgestiegen. Und Martin abgezogen. Ah, ich will was lesen dann. Achso, Entschuldigung. Bei den Erstkategorien. Schade, das Punkt ist erstmal mit den Roman noch lesen. Ich besorge dir die Sekundärliteratur, kein Problem. War nicht knapp beieinander. Ich will gucken, warum du so viel mehr Punkte bei den unteren Kategorien hast. Kampfkünste, himmlisches Licht ist besser geworden. Exekution ist besser geworden. Das ist nicht so geil. Wiederbeleben ist besser geworden. Block ist auch besser geworden. Will ich aber nicht. Ich will ausweichen. Block muss man ja ausrüsten. Also man kann ja entweder... Statt ausweichen. Ja, genau. Das mag ich nicht. Ich auch nicht. Oh, durch Exekution wird Energie gewonnen. Das ist natürlich sehr schön. Und Wiederbeleben macht was? Nach dem Wiederbeleben wird die Gesundheit um 66% erhöht. Und nach dem Wiederbeleben gibt es 50% Energie. Ich mache mal hier Gesundheit. Achso, und das schließt dann das andere aus. Okay. Oh, trotzdem interessant. Man soll mal nicht sagen, dass das nicht interessant ist. Ich bin fertig. Ich auch. Dann mal schauen, wo es weitergeht. Das haben wir jetzt gerade gemacht, oder? Das haben wir gerade gemacht, das hier unten. Dann schauen wir mal hier in die... Das ist dann wieder der nächste größere Level. Dann schauen wir mal hier in die kleine Ecke. Sumpf von Urkus. Das könnte eine Verteidigungsmission sein. Bist du dann wieder vollkommen erholt eigentlich? Nee, noch nicht so ganz. Ich schlaf nicht gut halt.
Ich schlafe jetzt hier im Let's Play gleich ein als Ausgleich. Ich schlafe aber nicht so gut. Hast du mal mit Augen zuversucht und so? Das habe ich letztens gelesen, das soll irre gut sein. Für Anfänger. Ich traue mich das ja auch immer nicht, weil es ja dann dunkel. Nee, aber du schleppst das noch ganz schön mit dir mit. Ich glaube, diese 5-6 Tage Gamescom, das bleibt im System, oder? Der Arzt meinte halt am Anfang, als ich da beim ersten Mal dabei war, das kann schon so 3-4 Wochen dauern. Und jetzt ist es knapp 2 Wochen her. Nachdem er sich von seinem Lachkrampf dann wieder gefangen hatte, nachdem du gesagt hast, was du nicht arbeitest. Wovon haben sie sich überanstrengt? Videospiele-Kram? Ich würde das nicht so direkt kaum auf die Gamescom schieben. Aber war das vorher schon? Nee, aber das kann man vielleicht damit dann zusammen schon, aber... Ich glaube nicht, dass das primäre Problem war. Vielleicht hätte es wahrscheinlich nicht besser gemacht. Ich würde sagen, entspannt war das nicht gerade. Nee. Es hat aber lange Tage auf der Gamescom, das sind halt... Wir haben morgens oft um 8 angefangen, so 8 um 9, je nachdem wie der Messe, welcher Messetag dann wie war. Aber es ist noch nicht vorbei. Dann waren wir so bis 7, 8 abends da, aber so 12 Stunden warst du schon meistens da. Hm. Und das ist ja recht anstrengend gewesen. Vor allem ist es irgendwie auch so nervlich anstrengend, das denkt man gar nicht. Das geht den Leuten ja auch so, aber wir hatten ja mehrere Bühnen in der Nähe auch. Weil wir noch so Computerbildspiele, die auch irgendwelche blöden Verlosungen gemacht haben. Boah, das war ganz schlimm. Diese Billigverlosung. Ja, ganz furchtbar. Ja, danke. Oh. Ja, das habe ich auch gesehen. Die haben immer diesen Billigstand. Das ist so lächerlich. Ja, auf jeden Fall, wenn du halt dann so 12 Stunden an dieser Bühne bist und davon sind dann irgendwie 10 Stunden Programm. Und das, diese Lautstärke, die macht einen echt kaputt nach einer Weile. Das ist krass. Das ist schon gar nicht so ohne. Das glaube ich. Also... Wir waren ja dann nur 2 Tage da, also Daniel, Martin, Michi und ich. Aber da erinnere ich mich nicht gut an die Zeit zurück, als man noch alle 5 Tage da war. Vor allem hat sich das auch ein bisschen geändert bei mir, was ich jetzt zwischendurch zu tun hatte. Also ein bisschen mehr Organisation und Betreuung am Anfang und später war ich so direkt Stage Manager. Da stand ich auch mal oft an der Bühne mit so einem blöden Knopf im Ohr und habe mit der Regie halt geredet. Und das hat man nochmal doppelt anstrengend. Da hast du halt diesen Lärm, die ganze Zeit, der um dich rumherum ist, muss aber dann darauf achten, was aus diesem kleinen Knopf im Ohr kommt. Verstehst du sowas immer ganz gut? Ich habe da immer totale Probleme, das zu verstehen. Ich muss das eine Ohr zuhalten und diesen Stöpsel halt relativ laut drehen, was auch nicht so gesund ist. Wieder aus der Nase rausgekommen, der Stöpsel. Ja, also du steckst ihn halt richtig, die Freunde dann auch richtig laut, damit du halt überhaupt was hörst gegen den Lärm, der halt dann da von der Computerbildspiele-Bühne kommt. Weil diese Computerbildspiele, die muss weg. War echt mal. Das ist echt laut und dann dieser blöde, dieser Knopf im Ohr, damit halt was hören, was die in der Regie sagen. Und dann müssen die dich auch noch verstehen, wenn du halt was erzählst, was auch nicht so ohne ist. Weil du halt dann immer dann bei dir ja auch gerade Lärm ist, während du in der Mikro gehst. Ja. Also wie oft man hat dann nicht zu. Aber ich finde, das sah immer sehr profimäßig aus. Wir haben euch ja ein bisschen im Stream verfolgt. Wir saßen hier in der Redaktion, was jetzt auch nicht unbedingt Zuckerschlecken ist, weil das in der Regel auch 12, 13 Stunden Tage sind. Mhm. Nur, dass man eben nicht diesen Dauerlärm hat von der Messe. Ja, außer von Michi. Ja, doch, der nervt, ey. Alter Falter. Ja, das sieht natürlich professionell aus. Und dafür ging auch die meiste Energie drauf. Professionell cool, mit diesem Knopf im Ohr immer so irgendwie wichtig, in die Ecke zu gucken und zu nicken. Auch wenn man gerade gar nichts gesagt hat mit der Regie. Wie heißt der? Potos has landed? Wie heißt der Präsident? Heißt der nicht irgendwas? Ja, immer so, du machst mal so auf Bodyguard, immer so, aha, und nickst dann und guckst dann bedeutungsschwanger irgendwo hin. Whitney, ich höre dich. Ja, genau. Ich höre tote Menschen. Und das ist das Wichtigste natürlich, das stimmt. Ja, das Wichtigste ist hier irgendwie Punkte zu sammeln, zumindest in diesen Zwischenleveln. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst, was in diesem Level jetzt passiert ist, aber ich finde, das Spiel kann man unglaublich gut verhauen. Einfach so, zumindest in diesen Zwischenebenen, einfach wegspielen. So. Ja, wenn ich mal... Wie so ein bisschen was Hypnotisches. So ein bisschen wie wenn dann, wie manchmal Leute erzählen, wenn sie Diablo spielen. Kommen dann auch einfach in so einen Trance-Modus rein. Ja, muss den nochmal machen, Diablo spielen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Also wie gesagt, meine große Hoffnung, Arbeitslosigkeit. Da wird das alles nachgeholt. Hoffentlich, ja. Die Fallout-Serie lacht schon. Nee, und wir machen jetzt aber erstmal eine kleine Pause, weil ich glaube, die Folge war recht lang. Genau. Aber wir hatten ja auch eine lange Pause und die nächste Folge kommt dann deutlich schneller. Ich verspreche allerdings nichts Genaueres. Also, macht's gut, ciao.